Moin, ihr Sizzler da draußen. Herzlich willkommen zur nächsten Videoausgabe der Sizzle Brothers. Ganz genau. Heute haben wir etwas feuriges, scharfes und auch die milde Version davon. Und zwar gibt es Jalapeno Poppers und Paprika Poppers vom Grill. Aber frittiert. Ja, frittiert in so einem kleinen Dutch Oven. Seht ihr gleich alles und was genau diese Jalapeno Poppers überhaupt sind und wie das funktioniert. Und ob die bisschen scharf sind. Und überhaupt. Das werdet ihr alles jetzt erfahren. Viel Spaß. So, dann starte ich mal mit unseren frittierten Jalapeno Poppers. Ist eigentlich ganz einfach, deswegen habe ich hier schon mal so ein paar Sachen vorbereitet. Ihr nehmt so eine Jalapeno, ihr könnt übrigens auch normale Spitzpaprika nehmen, diese kleinen, wie heißen die denn, Mini-Paprika, Hannes? Ja, Mini, Spitz, was weiß ich. Mini und Spitz sind die auf jeden Fall. Und dann schneidet ihr hier oben das raus. Also das ist hier die Variante für Erwachsene. Und dann müsst ihr so einen Löffel nehmen und so ein bisschen brokeln. Weil die Kerne sind sehr, sehr scharf und auch das Weiße ist sehr, sehr scharf. Und da muss man halt wissen, dass man das rausnimmt. So sieht das Ganze dann aus. Also hier drinnen ist jetzt hohl. Ne? Und ich mache das jetzt mal provisorisch für einen. Danach mache ich den Rest fertig, damit ich damit nicht langweile. Hier habe ich in meinem ultimativen Männerspritzbeutel, habe ich hier schon, also das ist ein ganz normaler Gefrierbeutel. Hier drinnen ist Frischkäse. Da könnt ihr jegliche Mischung reinpacken, wo ihr Bock drauf habt. Ich habe jetzt ganz normalen Kräuterfrischkäse genommen. Und schneid einfach hier vorne die Spitze ab. So. Möglichst fein. Und dann nehme ich das Ding und spritze hier rein. Ruhig eine ordentliche Ladung. Was denn? Warum lachst du an der Stelle? Ich weiß nicht. Ich fand es einfach witzig. Ist gefüllt. Ordentlich voll gespritzt. Gut, alles klar. Dann lege ich die auf die Seite und das machen wir jetzt mit allen fertig und dann geht's gleich in Schritt 2 weiter. So, ich mache jetzt provisorisch noch eine Jalapeno fertig, aber wir sagen euch mal, wie es ist. Und zwar haben wir einen durchprobiert, ob alles funktioniert, haben sie nachgegessen und sind daran fast kollabiert. Also von daher, das hier bitte nur dann nachmachen, wenn ihr wirklich Jalapenos essen könnt. Ansonsten nehmt lieber die Paprika. Ich vermute, das wird die Kinder- und auch erwachsenenfreundlichere Version sein. So, einmal in Ei rein. Und dann haben wir hier Panko-Mehl. Panko-Mehl, glaube ich. Panko-Mehl. Und das wird hier einfach drüber gegeben. So. Dann nochmal ins Ei. Das ist eher ungewöhnlich, aber sonst hält es nicht richtig. So. Das reicht doch schon. Und das wird jetzt gleich dann frittiert. Das mache ich mit dem Paprika genauso. Dann sehen wir uns gleich am Grill. So, unsere Jalapeno Poppers, beziehungsweise in dem Fall die frittierten Spitzpaprika Poppers. Noch sind sie nicht frittiert. Ja, aber gleich. Werden jetzt frittiert. Dafür haben wir hier so einen Mini-Dopf, einen Mini-Dutch Oven. Den haben wir schon sehr lange, haben ihn aber tatsächlich erst ein, zwei Mal benutzt und noch gar nicht im Video gezeigt. Wir haben hier auf einer der Sizzle Zones das Öl auf ungefähr 200 Grad vorgeheizt. Ja, und jetzt ist es kein großer Zauber mehr. Die kommen jetzt hier rein und das brutzelt schön. Da werden auch nicht alle auf einmal reinpassen, das macht aber nichts, weil die nur 2, 3, 4 Minuten brauchen, bis die Panierung kross ist. Warum eigentlich Panierung? Hast du mir gerade noch so klugscheißerisch erzählt. Ich habe es erst die Tage nochmal nachgelesen. Panierung, das was wir Deutschen als Panade bezeichnen, beim Schnitzel ist eigentlich eine Panierung. Das ist nämlich ein Unterschied. So, Klugscheißer-Modus aus. Du darfst einmal hier rein, Julian, einmal hier rein filmen. Hier seht ihr, wie schön die da frittiert werden. Also, ihr könnt das selbstverständlich auch in der heimischen Friteuse machen, wenn ihr eine heimische Friteuse besitzt. Draußen ist der Vorteil, dass nicht die ganze Küche oder das ganze Haus nach Frittierfett stinkt. Hier haben wir auch schon zwei fertige Exemplare. Das ist unser Vorzeigeexemplar. Extrem schön geworden. Zeig mal eins, was nicht so schön geworden ist. Das hier, da ist zu viel Käse drin gewesen und dann ist die Panierung abgefallen. Macht aber nichts, wir warten jetzt noch, bis die fertig sind und probieren jetzt gleich erstmal gemeinsam mit euch. Was mache ich denn, wenn ich keine Sizzle-Zone habe? Kann ich einfach einen Grill heiß machen, ja? Man kann auch einfach einen Grill heiß machen oder wie schon gesagt, eine Friteuse nehmen. Das Fett sollte so 180-200 Grad haben.
müsst ihr halt drauf achten. Wir hatten es eben runtergenommen, jetzt haben wir wieder aufgemacht, dass das immer auf Temperatur bleibt. Mit der Fritteuse ist es natürlich deutlich einfacher. So, Freunde, mittlerweile sind auch unsere orangenen frittierten Paprika-Papas fertig. Und wir probieren jetzt mal, ich greife bewusst nicht den grünen. Grün wäre jetzt die Jalapeno gewesen, aber da sind wir jetzt tatsächlich feige. Die schmecken sehr gut. Sehr lecker. Jedenfalls besser als jede TK-Variante und nicht scharf. Wenn ihr Kinder habt, die keine Paprika mögen, damit kriegt ihr es auf jeden Fall. Schmeckt so eine Mischung aus Fischstäbchen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall super lecker. Ist einfach geil. Solltet ihr unbedingt nachmachen, wenn ihr so einen kleinen Topf habt, sowieso. Ansonsten Fritteuse, ihr könnt es auch im großen Topf machen. Dann solltet ihr aber gleich drei Hände voll reinschmeißen, damit es sich gelohnt hat. Ja. Ach so, eine Sache noch. Das Fett, falls die Frage kommt, das Fett, was wir verwendet haben, war normales. Ich glaube, da steht Brat- und Frittierfett drauf. Also da müsst ihr nichts Teures kaufen. Keine teures Olivenöl rein, das taugt nicht. Ja. Nee. Also macht's nach, viel Spaß dabei. Hat dir unser Video gefallen? Wenn dem so ist, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben, ein Gefällt mir auf Facebook und vor allen Dingen, wenn du unseren Kanal abonnierst und deinen Freunden davon erzählst. Genau, und falls du noch Fragen hast, die unbeantwortet geblieben sind, darfst du uns gerne einen freundlichen Kommentar hinterlassen. Guck mal in meiner Infobox vorbei, da findest du alle Produkte, die wir heute verwendet haben und vor allen Dingen auch die Links in einem T-Shirt-Shop. Und wir freuen uns, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Mach's gut. Macht's hübsch, ciao.